Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Also für die YouTube-Leute, ne? Zu einem weiteren Part von Risen am heutigen Samstagabend. Sonntag ist noch nicht. von dem her passt es noch. Wir wollen zu Don Esteban gehen. Jawohl, wir können uns jetzt die neue Rüstung leisten und die werden wir jetzt auch brauchen, bevor wir in die Schlacht gegen die Echsenmenschen ziehen, um unsere Rüstung des Titanenlords zu vervollständigen. Darauf, ist ja wurscht, können wir darauf gehen, gehen wir halt so im Kranzl rum, dann passt es schon. Der Don ist jetzt unten, ja. Hilft also nichts, wenn wir dort oben beim Fenster reinsteigen? Nee. Hilft gar nichts. Null Komma Josef tut das helfen, sag ich euch. So, hallo, grüß euch, servus, habe die Ehre. Herr Esteban. Her mit der Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib her. Gib mir die Rüstung eines Hauptmanns. Ist das teuer? Hier hast du sie. Dankeschön. Das ist so teuer. Danke. Trage sie mit Stolz. Du bist jetzt mein bester Mann. Danke. Wir sprechen uns noch. Jo. Ach, wie die Rüstung mich so an Gothic erinnert. Es ist so toll, es ist so toll, es ist so toll. So, gut. Diese Rüstung können wir theoretisch eigentlich, die alte können wir verkaufen. Servus. Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Dann haben wir wieder ein paar Münzen. So, 500 immerhin. Mehr geht, glaube ich, nicht dabei. Jo, passt. Wir können vielleicht noch ein bisschen Stärke lernen. Hallo, Walter. Beibringen. Was kannst du mir beibringen? Stärke und so. Ich will stärker werden. Weiter so. Mehr haben wir jetzt, ne? Ja. beenden. Gut. Aber vielleicht. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Mit den Schwerter, die wir selber herstellen können, können wir vielleicht noch ein paar Goldstücke noch was tun. Vielleicht können wir ja mit den selbst hergestellten Schwertern noch was verdienen, ne? Das wär's. Machen wir gleich mal, oder? Dauert jetzt halt ein bisschen, aber vielleicht kriegen wir da noch ein paar Goldmünzen raus, dass wir wenigstens noch mal eine Stufe höher können. Und eine wäre halt noch geil. Also, wir bräuchten noch insgesamt 10 Stärkestufen. Das wäre echt super. Schliff, schliff. Na, schleifen. Nix schleifen. Echt, ist fertig. Achso, wegen dir, du. Ah. Dann ich mach mal die Finger nächste. Achso, okay. Ihr könnt jetzt hier noch 12 solche Schleifsteine herstellen, bitte. Was gibt's? Geh weg. Geh weg. Schuh. Ich will daher. Diese Knechte, ne? Kannst du nicht nachbohren gehen? Das ist eine berechtigte Frage. Geh Nasenbohren. Hey, ich schleife da gerade mal 5 Sekunden und du brauchst dann eine Minute oder was? Gibt's was Wichtiges? Ich will schleifen. Danke. Geh weg. Geht ja. So. Siehst du, so schnell geht das. Tada, fertig. So, dann machen wir noch die anderen beiden Schwerter und dann verkaufen wir die mal. Sind sicher nichts wert. Hä? Wie viele habe ich denn davon? Ich dachte, ich hätte nur eins. Gibt's was? Nein, Amboss hauen und so. Der schleift schon wieder, ne? Ja. War so klar hier. So. Psch. Schleich dich. Sonst hau ich deine drüber. Ach. Schmieden ist anstrengend.
Schmieden ist anstrengend. Schmieden ist anstrengend. La la la. La la la. La. Aber ich bin jetzt zufrieden mit der Twitch-Qualität, muss ich sagen. Ich schaue es mir gerade an da, am zweiten Bildschirm. Ist gut. So, bist du jetzt mal fertig da? Geh mal Urlaub machen, ey. Oder Feierabend, irgendwas, aber schleich dich. Da geht ja. Bravo. Yeah. Sogar mit Runen. Wow. Das sieht gut aus. Jo. Dann gehe ich mal schauen, was die wert sind. Wahrscheinlich nicht viel. Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Schwertchen. Der ist aber auch nicht schwach. Wie viel ist er wert? 100. Oh. Du, das geht. Das andere Schwert ist 50 wert. Da können wir uns echt ein bisschen was verdienen. Das wird echt gehen. Das wird hinhauen. Wenn wir uns das echt ein bisschen scheren, können wir damit dann echt genügend Stärke und so, ne? Was kannst du mir beibringen? Können wir es jetzt schon lernen? Ja. Ich will stärker werden. Gut. Fürs Obsidian-Schwert, weißt du? Dann machen wir das gleich weiter. Machen wir noch so drei sind zu wenig, vier, fünf. Brauchen wir wahrscheinlich fünf Zweihänder. Schwing, doing, chepper. Ich hätte wahrscheinlich schlafen gehen sollen, da man in der Nacht bestimmt besser schmieden kann, weil die schlafen tun oder sich zumindest ausruhen. So, schleifen. Brav. Ja, hör auf zu herumzufummeln. Ah, okay. Bastardschwert. Jetzt haben wir halt nur mehr die Sachen. Ich verschmied das alles mal und dann holen wir uns neue Rohlinge. Draufhauen. Und jetzt geht er schon schleifen, der Kerl, ne? Boah, ey. Ich geh jetzt pennen. Ich mache jetzt stockfinstere Nacht. Aber es kann nachgeschleifen halt. Hallo, ich will die Sachen verkaufen. Hallo? Geh weg da. Pfui. Geh schlafen. Mach Urlaub. Geh zum Nachbarn Kaffee trinken. Irgendwas. Du kannst auch ins Café gehen, Kaffee trinken. Ich trinke mal was. Prost. La la la. La la la. Kst. 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 Geh weg. Geh heim zu deiner Frau. Und zu deinem Kind. Geh spazieren. Ja, ich glaube, jetzt wird's was. Kst. 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 Geh weg. Geht ja. Yeah. So. Jetzt gehen wir Rohlinge kaufen. Das sieht gut aus. Kaufen, tauschen. Vorher verkaufe ich das Klumpert. Zeig mal, was du hast. Ja. Boah, wow, wenigstens ein bisschen, was ist er wert? Handel. Auf Nacht ist sicher angenehmer, weil die Kratler schlafen. Also, gehen wir schnell Nacht machen. Ich borg mir mal kurz ein Bettchen aus und so, ne? Da ist sicher irgendwo ein Bett. Na? Da? Nö. Ich will ein Bett haben. Da gehe ich halt rauf. Ist mir auch wurscht. So. Da. Das funktioniert nicht. Das Bett funktioniert nicht. Da, das aber. So. Jetzt werden die wohl schlafen, die Gratler. So. Bam, bam.
Der Walter. Der sitzt da, ne? Eisenerz? Ich hab Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Zweihänder? Ich brauche einen Rohling für einen Zweihänder. Hier. Wie viel Erz brauchst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 für... Ja, das gebe ich mal. Okay, zurück. Ah, Obsidian. Ich habe Obsidian für dich. Mach mal willst sowas du tauschen? Noch. Ja, wenn's geht, sowas. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Passt, zurück. Boah, da zahlt man halt schon was drauf auch, ne? Probieren wir halt die beiden noch zu verkaufen. Vielleicht kriegen wir genügend Kohle zusammen. Und halt sonst die anderen Schwerter noch, ne? Zuerst den glühenden, das sind immerhin 200 Gold, das weiß ich noch. Das habe ich mir sogar gemerkt. Stell dir vor. Also hammern, hämmern. Und doing. Auf Biegen und Brechen zusammen schustern das Ganze. Wahnsinn. Ah, schön, wie lustig. So. Ah, schön. Passt. Das ist echt eine schöne Klinge. Fertig. Fertig. So, der nächste. Die sind wenigstens was wert. So. Draufhauen. Ich weiß, es gibt spannendere Dinge, aber wir müssen uns ein bisschen vorbereiten gegen die Echsenmenschen, die wir jetzt dann bald klatschen werden. Ja. Da. Und schleif, schleif. Passt. Sieht gut aus. Der nächste Schleifen. Nehmen wir noch ein paar Bastardschwerter. Dann haben wir sicher genug. So. Dann können wir das Obsidian-Schwert führen. Ich. 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 Da. Abkühlen. Und Schliefschleif. So. Quietsch, 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 quietsch. Sauber. Gute Arbeit. Dann noch ein normales Schwert. Ist dann immerhin auch 50 wert. Und der müsste eigentlich schon bald passen. Hoffe ich halt. So, wieder draufhauen, schön sauber. Ich. 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 Jetzt haben wir nämlich noch draufgezahlt. Draufgezahlt wegen dem Obsidian-Schwert, ne? 30 Gold. Das ist jetzt schon Verlust. Nix gut. Quitsch, quitsch, quitsch. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ist er schlafen? Ja. Machen wir die fertig. So, machen wir die fertig, verkaufen wir die alle und gutes. Ich. Ich. Was wir haben, haben wir. Brauchen wir eh nicht mehr das Zeug. So, und Schliffschleif. Perfekt. Gute Arbeit. Ja. Der nächste. 30 Jahre später. So, wieder draufhauen. Dusch, 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 da. Und Schliefschleif. So, das wird jetzt wohl passen. Jetzt gehen wir wieder pennen. Das wird jetzt wohl genug sein, hoffe ich mal. Das sieht gut aus. La 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 la. La la la. La 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 la. Als könnten da alle Betten besetzt sein. Das ist natürlich. Das wäre jetzt doof. Na, das ist frei, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Gut.
Jetzt könnte es natürlich sein, dass der Händler noch gar nicht wach ist. Das wäre jetzt auch doof. Obwohl, steht schon da. Hallo. Zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. Du kriegst... Na, nicht zwei, nur eins. Dann drei von denen. Ein Bastardschwert, ein Zweihandschwert. Mal schauen, ob es reicht. Wahrscheinlich gerade nicht. Servus. Was kannst du mir beibringen? Obwohl, geht's ja aus. Puh. Ich will stärker werden. Gut so. Das muss jetzt reichen. Beenden. So, jetzt müssten wir das Obsidianschwert führen können. Ja. Geht. Schaut das nicht doch was aus, bitte? Ich finde, das ist hübsch. Muah. Perfekt. Gut, das ist doch glatt ein Speichernwert. So. Und jetzt da überlegen, wo gehen wir hin? Ich würde mal sagen, ich muss mich mal anders hinsetzen. Das ist mal das Punkt Nummer 1. So. So, schön hinsetzen. So. Ich würde sagen, wir verlassen die Stadt mal und fragen Patty, was die meint. Die müssten normalerweise noch vor der Stadt herumlungern. Jo. Dann, Punkt Nummer 2 ist jener, dass wir mal uns ja, die Karte ein bisschen genauer anschauen. Sprich, gewisse Orte werden wir jetzt nochmal besuchen gehen. Auf dem Weg dorthin werden wir einige Echsenmenschen normalerweise treffen. Die werden wir natürlich besiegen, keine Frage. Die kriegen von uns aufs Maul, dass sie gleich so blöd schauen. Ja, das gehört sich nämlich so. Und ja. Um das mal so hinzubekommen, müssen wir eben mal die Stadt verlassen. Also gehen wir mal frisch, fröhlich da so lang. Ui! Und natürlich fehlen noch ein paar Vasallenringe. Alter, der grunzt mir da gleich an, ne? Ah, wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Supi. Sauber. Boah, das Schwert ist stark. Boah, da ist noch einer. Hallo. Boah, das war gut. Schau mal, wie das durch... Das schneidet die durch wie Butter. Ist Betty noch da? Nö. Betty ist weg. Aber Späher sind hier und das ist nicht gut. Die haben den Eingang in die Stadt entdeckt. Das, meine Lieben, ist gar nicht gut. Wir gehen einfach mal ein Stück darauf und schauen uns mal die Gegend ein bisschen an. Jetzt können wir auch eigentlich, nachdem die Ordenskrieger weg sind, da drüben, lebt da noch was? Ich zück mal unser schönes Schwertelein. Na. Wir können ja auch mal drüben schauen. Verstehst? Drüben. Ging es nicht hier schon rüber? Zu diesem Tor. Ich mag das Schwert, das ist gut. Das ist stark, das ist schön, das ist toll. Das ist sehr gut. Weil bei dem Lager waren ja diese Ordenskrieger, ne? Kann man dann jetzt auch eigentlich durch dieses Tor hier? Nö, oder? Na. Nee, das bleibt schon zu. Na gut. Dann gehen wir weiter. So, ist noch eine schöne Beere. Eine Beere für uns. Eine Beere für uns. Und ein Kraut. Ach, wie fein. Das haut ja hin. Lalala. Echsentrotteln. Ja, hallo. Ihr Echsentrottel. Hallo. Ja. Quatsch. Ich habe jetzt auch so ein Schwert wie ihr. Und eine bessere Rüstung. Ja. Na komm. Bam. Na sag einmal. Bam. Nanu. Ja. Der ist aber hartnäckig. Aber jetzt ist vorbei.
Ah, das Schwert geht gut. Ach, ich Depp, hätte mir das gleich viel früher basteln sollen. Naja, was soll's. Da ist ja noch was. Ja, hallo. Alter, du Sau. Aha. Ja, ich wollte es eigentlich... Hey. Sag einmal, würdest du jetzt mal eingehen? Ja. Jawohl, jetzt ist er weg. So, nehmen wir alles mit. Ach so, ich hab die Leiste ausgeschaltet. Entschuldigung. So, also, mein Pröstelchen. So, ja. Gluck, gluck, gluck. Bada. Düdelü, düdelü. Düdü. Hallo, Kratler. Da kommt ein Rose. Ja, ist schon gut. Ja, ja. Bam. Hallo, hallo, hallo. Oh. Au. Yay. Wisst noch, wie wir uns da schwer getan haben gegen diese Deppen? Schau mal, wie der umfällt. Wie ein nasser Sack. Zumindest fast. Aber trinken müssen wir was. Und noch einen kleinen hinterher. So. So passt das schon. Und speichern wäre auch nicht schlecht. Da habt ihr vollkommen recht. So. Ich mag dieses Buttermesser. Oh yeah. Da sind ja die nächsten. Ja, Gucci Gucci Gu. Gucci Gucci Gu. Bam. Nix da. Ja. Oh, sicher. Ja. Au. Ja. Ja. Okay. Da drüben sind noch zwei. Okay. Da hat's einen erwischt. Jawohl, sauber. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay, fast. Okay. Alter, alter, alter. Puh. Jawohl. Wow. So, her mit dem ganzen Glumpert. So, wieder was trinken. Ein Bröstelchen. Und noch einen kleinen hinterher. Aha, da drüben sind vier, glaube ich. Die waren schon ein bisschen knifflig. Nö, es sind nur drei. Hallo. Aber es sind halt Elite, ne? Ja. Jawohl. Ha, getroffen. Ja. Alter, alter Schwede. Ja, ja, schon gut. Ja, okay. Der Anführer. Ja, okay. Joi. Okay. Ja. Okay. Jawohl. Schön gemacht. Ja, ja. Ja. Jawohl. Questerfolg. Ex-Anführer vor der Stadt. Okay. Ja. Bam. Wow, 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 wow. Karament eine. Puh, ich muss schnell was saufen. Geht schon. Wow. Ja. Okay. Jawohl. Ja. Okay. Wow.
Und wieder trinken. Wusch. Die sind natürlich schneller wie ich, das ist ganz klar. Das ist natürlich schlecht auch. Wow. Ja, ja. Wusch, jawohl, der eine ist schon hin. Boah, 320 gibt es auch schon, ne? Ich weiß, es ist eine Echse, aber trotzdem, Schwein. So. Jui. Jetzt haben wir dich. Jawohl. Weggeputzt. Wow. Wow, ne? Die haben es ganz schön in sich. Aber läuft gut, gut, gut. Einen dieser Echsenanführer haben wir jetzt schon geschnappt, Gott sei Dank. Haben wir schon erledigt. Da soll es 5 insgesamt geben, ne? Gut, dann tun wir da mal speichern. Ja, das geht gut. Ja, ich würde sagen, zuerst nochmal da runter schauen, ob da um die Ecke noch jemand herumkrebst. Ich zücke gleich mal meine Klinge. Meine Obsidian-Klinge. Aber ich glaube, da ist sauber. Ja, da ist sauber. Gut. So, wohin als nächstes? Ich würde sagen... Mu. Darauf wäre nicht schlecht, darüber wäre nicht schlecht, überall hin wäre gut. Gehen wir vielleicht zuerst zu die Richtung Vulkanfestung. Mal schauen, ob die überhaupt noch leben da. Da schaut's gut aus. Suchst Servus. Du was? Okay. Bei dem schaut's sehr gut aus, der steht noch. Ich glaube, da oben Richtung, also da oben droben, da schaut es nicht mehr so super aus. Ich glaube sogar, das sind irgendwo Echsendeppen. Wie geht's denn dir so? Ich suche die Priestergräber. Ich suche die Priestergräber. Sind das die Ruinen, die mit den magischen Barrieren verschlossen sind? Da haben wir eine ganz in der Nähe. Auch dort treiben sich die. Warte mal! Da sind die Bastarde! Los, machen wir sie kalt! Was? Hör auf! Scheiß die Wand an! Der erste ist schon mal hin. Alter Fetzen. Der ist auch hin. Ja. Der ist auch hin. Wow. Au! Ja. Der ist auch hin. Jawohl. Los, hinterher. Was? Au. Wieso haust du mich jetzt? Wieso haut's mich jetzt? Ja. Das ist jetzt aber nicht nett. Den kann ich nicht besiegen, gell? Wieso haut er mich jetzt? Ich hab dir geholfen, du Depp. Machen wir keinen Damage oder ist das einfach... Ja. Opala, zum Händler. Okay, auf den können wir keinen Damage machen. Jetzt kann ich das nochmal laden. Dein Ernst? Ma, ich hasse es. Wir dürfen auf den keinen Damage machen. Ich habe ein Zweihandschwert. Wie soll denn das gehen, dass man da keinen Damage drauf macht? Verstehst du? Mann, ey. Kann ich wieder speichern, den Dreck. So, das Trinken. Echt mühselig. Mühselig. Nur weil ich ihn jetzt mal kurz mit meinem Messerchen gestreift habe. Nur mal ganz kurz. Er hat nicht einmal gescheit Schaden davon getragen, verstehst? Und dann haut er mir einfach... Was? Dann haut er mir einfach so. Mich armen Helden. Dann würdest du da bitte rauf... So, ja, geht ja. Danke. Schweindl. Das ist echt ungut. Die würden so viele Punkte geben.
Ich will die haben, das wären, glaube ich, insgesamt 1000 Punkte oder so gewesen. Und du mal hier speichern. Du hast Glück, ich habe deine Kristallscheibe gefunden, aber das ist. Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Du meinst, den Gürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja. Du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte, wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Ach. Du hast meinen Arsch gerettet. Hier, nimm dies zum Dank, mein Freund. Gern. Möge Danke. Die heilige Flamme über dich wachen. 500 Goldmünzen. Oh, Stibitzentummer feuer natürlich Wie auch ist die Lage? Noch. Was glaubst du? Hier ist alles ruhig. Hier ist immer alles ruhig. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ich habe mal seine Waffe gestohlen. Und speichern. Fortsetzen. Und da. Ich suche die Das Priester. Hatten wir schon. Sind auch da sind. Ja. Ja. Ja, Alter. Ja. 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 Ja, bist du narrisch, halt? Die hauen mich ja. Jawohl. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja, au. Jawohl. Au! Au! Hallo? Hol den mal, du Depp. Hol den mal, ich muss mich heilen. Dring. Wow. Au. Geht's weg von mir. Ja. Jawohl. Ja. Das kannst du laut sagen. Sofort speichern. Aber sofortigst. Boah, Alter. Passt. Geschafft. War doch ganz einfach. Puh. Drecksbagage. Ui, da haben sie aber... Der ist. Sind das zwei, die gestorben sind? Ich glaube zwei, ne? Schlecht. Naja, das ist halt dumm gelaufen. Und nun? Der Überfall ist vorbei. Der Überfall ist vorbei. Meine Aufgabe hier ist kein Kinderspiel. Du hast gute Arbeit geleistet. Mhm. Ich danke dir für deine Hilfe. Kein Problem. Wenn's noch was gibt. Kümmere dich um die Priestergräber. Tu, was immer notwendig ist, damit die Überfälle aufhören. Warst du zufällig, wo da welche sind? Ich habe genügend eigene Sorgen. Er hat gemeint, eins wäre da in der Nähe, ne? Scheiße, sind die beiden gestorben. No, Pech gehabt, ne? So. Noch ein kleines Fläschchen. Also ein Heiltrank halt. Da drüben waren sie nicht, ne? Ich kontrolliere trotzdem das hier mal. Doch, hier drüben sind sie. Da ist jemand. Hallo. Bam. Alter. Oh, ich muss schon wieder saufen gehen. Fünfe. Ist es denn noch normal, bitte? Fünf. Bam, der erste ist schon mal weg. Bam, der zweite ist auch bald weg. Ja, ja. Wasch, da karabata, da, Trinken, sauf dich an, la li la li la 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 la. Ja. Boom.
Boah, du Sau, du Dreckiger, du elendiger Echsenkrüppel, du Schircher. Ja. Au! Boah, saufen, saufen, saufen. Wo ist die Taste? Muss reichen. Was? Sowas von nichts. Trinken, 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 Alter, 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 ich krieg gleich einen Anfall. Einmal im Kreis herum. Ja. Alter, 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 Alter. Es gibt's ja nicht. Hör auf einmal. Hallo. Aber wie sie alle draufschlagen, ne? Ja, jetzt bist du mal hin, du Saufich. Ja, jetzt steh ich weg. Das ist ja unglaublich, ey. War krass, echt. Fünf, ich bin ja auch so dämlich, ne? Bull, alle fünf. Aber die kommen sowieso in der Gruppe, ne? Das ist eh schon wurscht. Ich muss unbedingt Trank wechseln, bevor wir da weitermachen. Da muss jetzt der Große her. Mit den Kleinen komme ich dann immer weit. So. Muss gewechselt werden. So, unbedingt. Wobei, den Kleinen hätte ich jetzt brauchen können für... So. Und gleich noch einen dazu. Halleluja, Maracuja. Na, unfassbar. Und auf jeden Fall da oben speichern. So. Spiel. Speichern. So. Ja. Weiter. Das juckt. Hallo, du Gratler. Sind jetzt nur drei. Alter, du Sau, du Elendige. Ja. Boom. Jawohl. Du Sau. Laufen. Trinken. Waffe ziehen. Das ist echt ungut. Wenn wenigstens mal irgendwer abnippeln wird, verstehst du? Bist du deppert. Die machen Damage. Boah, ey. Jawohl, den Hintern erwischt. Es ist halt, weil die Waffe so verdammt langsam ist, ne? Bist du deppert. Wie kann man nur so langsam sein? Jetzt bleibt er stecken, du blöder Depp. Das gibt's ja nicht. Der Hintere erwischt, gut. Wow. Wow. Ja, da bin ich hin, ne? Da habe ich Glück gehabt. Wo ist die scheiß Taste? Ist wieder stecken geblieben. Wow. Stirb doch, du Saufiech. Ja, ich stirb schon wieder. Das kann's ja echt nicht sein. Wie stark sind denn diese Bastarde? Dreckige Bastarde. Elendige Schweine. Punkt. Fertig aus. Ich muss schauen, ob ich noch was, irgendwas anziehen kann. Das ist echt... Boah. Das ist... Schwein ist das. Echt. Na. Das ist unglaublich. Ich probier's jetzt damit. Ich mache zwar weniger Damage, aber ich habe dafür ein Schild. Arschlöcher.
So. Ja, ja. Boah, da mache ich gar keinen Damage. Alter! Bist du deppert? Alter! Alter, Alter, Alter! Na, das kannst du vergessen. Wie willst du die schaffen, ey? Das ist übel. Geht nur mit dem Buttermesser. Das ist gerade richtig übel. Das ist... Pfui ist das, echt. Richtig pfui. Weil vor allem zwei Elite-Krüppel da sind, ne? Hallo? Kommen alle drei wieder, ne? Freilich kommen sie alle drei. Was denn sonst? Weißt was? Ich probiere noch was. Ich probiere sie hier besiegen. Alter. Ja. Jawohl. Alter. Alter! Bist du deppert? Na, das ist echt richtig übel. Jetzt hör auf! Ja. Jawohl! Ja. Ja. Alter, du Sau! Jawohl! Jawohl. Ja. Jawohl. Gut. Ja, okay, fast. Fast. Ha. Ja. Mann. Alter. Alter! Bist du deppert, ey? Jetzt kannst du aufhören? Steck hier ja nicht rein! Na, tu ich nicht. Bist du gescheit? Die haben es ganz schön in sich, diese Mistkerle. Jetzt haben wir eh schon so eine gute Rüstung. Ich war mir jetzt momentan gar nicht sicher, ob wir die noch anhaben. Ah, alter Schwede. Schlafen gehen wir auch nicht schlecht, ne? Einfach mal da so ein schnelles Schläfchen halten. Bis mittags, würde ich mal sagen. Was haben wir uns verdient? Puh. Was willst du hier? Ich habe nur geschlafen, weil ich so müde bin. So, schnell speichern. Das war jetzt echt nicht schlecht. So. Gehen wir da weiterschauen. Jetzt müsste noch ein Anführer sein und dann ist noch ein Kratler, glaube ich, ne? Mit dem. Ja. Ja, beide. Ah, okay, das ist sogar ein einfacher. Dabei. Ja. Okay. Wow. Der Kleine ist nervig. Ja.
Wow. Okay, der Kleine ist schon mal weg, das ist gut. Jetzt wird nur noch der Große. Wow. Ja. Okay. Wow. Jawohl. Ja. Joi, nicht so schlecht. Gut. Ja. Wow. Oh, wow. Wow. Schnell weg. Trinken. Jawohl, du Saukerl. Puh. Schnell speichern. Gut, weiter geht's. Sehr gut. Hm? Was? Achso. Puh. Yeah, einen Teleporterstein bekommen. Supi, supi. War nicht noch eine Waffe? Doch hier. Ein Echsenschwert. Tschüss. Aha, das sind diese Insektenviecher wieder. Mit Truhe haben wir die schon aufgemacht. Offen gemacht. Ofa gemacht. Na, Spitzhacke, Wasser und ein paar Goldmünzen sind drin. Gut. Was haben wir denn da? Ah, Manapilz. Wow. Du dreckige Panzergrille. Kannst du was sagen, was du willst? Die kann sich immer noch saugut verteidigen. Alter. Jawohl. Aber das hat dir nichts geholfen. Nichts hat's geholfen. Lalalalala. Speichern wäre auch schön. Lalilalala. So. Schaut schon wieder ungut aus. Ist das ein Skorpion? Ja. Viele, viele Skorpione. Au! Ja, bist du deppert, du Saufich. Ja, sag einmal. Geht ja. Zuckt mir die Nase schon wieder. So, Skorpion. Ja, der Stachel, ne? Der Stachel eines Riesenskorpions und die Scheren. Eine fürchterliche Waffe. Und dass da hinten eine Aschenbestie brüllt, ist nichts gut. Irgendwo, ich höre sie brüllen. Nur. Hör auf! Dasselbe. Und was haben wir hier? Heilwurzel. Prima. Das ist doch mal ein Speichern wert, wieder mal. Jo. Und ein kleiner Heiltrank. Ich werde ihn doch rausziehen. Ich werde ihn hierher tun. So. Dann ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Jo. Einmal und ein zweites Mal. Jo. Puh, ne? Alles komisch aus. Ich glaube, ich werde eine Fackel nehmen. Jawohl, besser. Sehr viel besser. So. Ai, caramba. So, das heißt, wir müssen darüber. Falle. Ihr seht, was wir müssen tun. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Delikanesa.
Usch. So, das müsste die Fallen entschärft haben. So, Spiel speichern wieder mal. Jo, fortsetzen. Gut. Wow. Ja. Jawohl. Könnte aber auch eine untote Aschenbestie wieder sein. Aschebestie, Entschuldigung. Aschebestie. Hey. Boah, Alter, du Sau. Entschuldigung. Alter, mein Herz. Boah. Wow. Ja, schon gut. Ja, ja. Du mich auch. Ja. Jawohl. Wow. Ja. Ja. Okay. Wow. Hör auf. Jawohl. Jawohl, supi. Es ist, ja, heftig. So, schön speichern. Passt, und weiter. Boah. Ruck. Wir werden bald wieder Level Up haben. Das spüre ich im linken Hüftknochen. So ein Arschkind, ne? Da ist er. Boah, scheiße. Da ist die Barriere. Okay. Da haben wir eine Beere. Sollen wir es wagen? Obsidian. Das hauen wir noch schnell weg. Nette Ausbeute. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das Viech da drüben angehen sollen. Wir können es ja mal probieren. Wow. Ja, zieh. Wir treffen das auf ich nicht. Ja, doch, wir treffen es. Ja, ja, schon gut. Ja, okay, nee. Ich wollte es mal probieren. Es würde gehen. Wir müssen aber echt sauber treffen. Aber wahrscheinlich eher mit dem Schild, denke ich mal. Hm. Aber das rammt uns die Schilde wieder weg, ne? Wow. Das ständige Weghüpfen, ne? Alter, das wäre gegangen. Ich bin viel zu langsam. Viel zu langsam. Wahnsinn. Schade. Mist. Vielleicht bin Hammer. Ich habe noch das Bastardschwert, ne? Warte mal kurz. Lade. Bastard von der Schwert. Oder? Ich habe nur das normale Schwert gemacht, ne? Nichts. Bastardschwert habe ich verkauft, glaube ich, ne? Weil ich ein Genie bin. Muss gehen. Wenn ich schnell genug bin, kriege ich das Viech down. Ich bin halt so langsam wie eine alte Oma. Ja, ich bin ja auch schon 30. Scheiße. Au. Ja, das war wieder ganz schlau.
Ja! Ja! Jawohl! Geht ja! Mua! Hier gibt's nichts zu holen. Geht ja! Supi! Schnell speichern. Wow. Geht ja. So, weggeputzt. So muss das ausschauen. So, Lava. Wo kommen wir denn da bitte hin? Naja, wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir die Barriere und so machen. Und dann können wir eh noch weiter glubschen. So, auf jeden Fall mal was saufen. Das war der falsche Trank. Wurscht. So, Barriere tun wir jetzt brechen. Mau. Mit dem da. Schwung. So, die nehmen wir wieder. So. Aha, okay. Dann hauen wir halt die Wand ein, ne? Dieser Stein sieht brüchig aus. Weg mit der Wand. Okay, noch greift uns nichts an. Das ist sehr nett. Wir brauchen Licht. Ich werde es wieder mit Magie machen. Tun. Licht. Licht. Haben wir überhaupt noch Licht? Da. Büsten braucht man schon wieder. Ich sehe es. Steinplatten. Die muss ich jetzt echt mal einlösen. Wäre zumindest nicht schlecht. So. Oder hätten wir sogar was? Ich glaube nicht, oder? Echsenkopf hätten wir nur. Die wird hier nicht zählen, nehme ich mal an, oder? Na, wo ist denn jetzt? Nö. Da müssen wir hier die Wand einschlagen wahrscheinlich, ne? Na, wird nichts zum Einschlagen. Hm, wo könnte diese Büste jetzt schon wieder sein? Oh, ich habe sie gesehen. Ich sehe sie. Wo bist du denn? Da. Ja, yeah. Jetzt passt's. Huch. So, jetzt passt der Priesterbüste. So, sehr gut. Spitze, Spitze. So. So, wo sind wir da? Was haben wir hier? Freund oder Feind? Eher Feind, hä? Und nun Sarkophag? Mehr nicht. Fast enttäuschend, ha? Was haben wir da? Ein Haufen Goldmünzen, Titanstab, Rüstungsteil, yeah! Brustpanzer von Urzegors Rüstung. Wenn ich die anderen Teile habe, kann ich sie neu schmieden lassen. Yeah! Lichtzauber in Form von einer Schriftrolle, Fackel, ein paar Goldbrocken und zwei Teller. Super! Yeah! Haben wir schon 2 von 5 Teilen. Yeah! Schön! Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Gut. So. So, das haben wir jetzt schon, ne? Das heißt, hier das Zeug noch. Was? Das Licht ist aus. Das Licht ist aus. So.
So. Dann müssen wir hier rüber, denke ich mal. Wow. Ich will es zumindest gerne mal erkunden hier. Hallo. So. Da hoch. So, hoffentlich gibt es hier keine Aschepeste dabei. So. Ja. Da hinten ist auch eine Barriere, aber eine rote, ne? Die andere Ding haben wir zum Glück noch dabei, ne? Da ist ein Priesterchen, oder also ein Echsenmenschen halt. Echsenmensch-Typ. Ich glaube, noir. Ein Priester, ja, ein Priester. Na, du Schwein. Du wo Dingens. Schwung. Wong. Ja, ja. Au. Swing. Schwing, swing, swing. Jawohl. Mua. So. Und dann werden wir noch hier schnell öffnen. Ich hoffe, ich habe noch so ein Dingens mit. Ja, eines glaube ich noch, ne? Schwung. Jawohl. Hallo. Ich speichere lieber mal. Nicht, dass hier zum Schluss noch irgendwie... Ja. Doch, es ist was Böses. Ein Skelettkrieger nur. Okay. Was ist das hin? Wir brauchen Licht. Wo ist meine Fackel? Die brennt da hinten. Lol. Die brauche ich. Die will ich haben. So, komm her. Fackel. Ja. Wir fackeln nicht lange rum. Du kommst jetzt her. So, was haben wir denn hier Schönes? Einen Trank. Skelett beschwören. Okay. Da drüben. Starke magische Heilung. Noch ein Trank. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Gut. Mehr nicht. Passt. Das merkt man uns. So, da oben ist normal auch nichts. Passt, dann sind wir hier schon fertig. Hui. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Oh je. Ich speichere das lieber. Das ist mir schon wieder zu brenzlig. Wortwörtlich. Lava und so, ne? Ja. Langsam. Langsam. Wow. Gut. Den Pilz nehmen wir mit. Mit Anlauf. Geronimo. Passt. Hat hingehauen. Hui. Passt. Super. Dann können wir uns hier wieder schleichen. Können wir abhauen. Weg und tschüss und weg und tschüss. Weg und tschüss und weg und tschüss. Ruck. Da. Es ist gekrummelt, ne? Warte, bin ich falsch abgebogen. Da ging's lang, da ging's lang, düdel, düdel, düdel. Da ging's lang, oder? Ich hoffe doch. Ja, und da. Jetzt haben wir's. So. Jo, da drüben. Von da sind wir gekommen, ne? Eigentlich. Hier war ja nichts. Hier ist auch kein Erz. Nein, nochmal kontrolliert. Passt alles. Können wir uns eigentlich schleichen? Die Pilze nehmen wir mit. Freilich. Sicherlich freilich. Gut. Dam di da, dam di da. Dam 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 di dam di da. So. Und das hier haben wir schon überstanden. Super. Ah, endlich wieder frische Luft. Ja, was wir noch machen tun, ist auf jeden Fall zur Vulkanfestung raufzustiefeln, weil auch hier gibt es etliche Echsenmenschen, laut meiner Erinnerung, die wir durchaus wegklatschen können, normalerweise. Ja, also gehen wir mal rauf.
nachschauen. Kostet ja nichts, streng gesehen. Machen wir einfach mal. Sind ja auch haufenweise Erfahrungspunkte, die wir da bekommen. Boah, das läuft alles so gut. Ich freue mich. Wirklich, es hört sich vielleicht jetzt gerade komisch an, dass ich das sage, aber wenn ich denke, wie ich das hier das erste Mal gespielt habe, das war... Also, puh. Da läuft es jetzt um einiges besser. Da ist nichts, ne? Na. Ich hoffe nur, dass da drüben jetzt bei dem einen Lager keine sind, aber ich glaube schon. Und ich fürchte, dass es auch dummerweise Anführer sind. Weil das da drüben backt irrsinnig. Oh, da vorne sind sie. Wow, perfekt. Ah, nein, speichern wollte ich. Oh je. Die sind wieder schwer. Die werden wieder schwer zu besiegen sein. Komm hier alle drei. Na, nur zwei. Wow. Ich rufe mich da gleich mal an, ne? Ah, ist nur Krieger. Wow. Ja. Wow. Ja. Okay. Ja. Ja. Puh. Der erste ist schon mal weg. Ja. Au, au, au. Ja. Ja. Jawohl, der zweite ist auch weg. Das lief gut. Das lief sehr, sehr gut. Okay. Heiltrank. Passt. Speichern. Sehr gut. Und weiter geht's. So, jetzt war da drüben sicher noch mindestens einer von diesen Karatlerviechern. So, da haben wir, glaube ich, irgendwo ein Kraut. Warte, ich habe da, glaube ich, ein Kraut gesehen. Ja, ich sehe auch Kräuter. Da. Schon dämlich im Kopf. Hallo. Es stellt sich vor, wir hätten damals nicht die Kleinen besiegt. Ja. Ja. Hätten jetzt wieder mindestens 5 oder 6 am Hals. Oh, das war schön. Ja, das war super. Jetzt hat mir das Blatt dort erschreckt. Dünne Nerven. Jetzt ist die Frage, ob da noch welche drinnen sind. Nein. Nö, alles gut. Ist nichts mehr. Dann gehen wir noch schnell zur Vulkanfestung rauf, ganz rauf, und dann haben wir dieses Eck schon mal safe. Jo, dann ist das hier schon mal abgehakt. Dann würde ich sagen, da wir schon mal hier sind, bin ich gerade am Überlegen, ob wir uns runterbohrten. Schaut das wie Kraut, ist aber keins. Ob wir runterbohrten tun. Ich persönlich würde gerne. Schon wieder so ein komischer Kristall da heraus, ne? Ich persönlich. Warte, habe ich die schon gemacht? Ja, passt. Ich persönlich würde ja gern zum Friedhof gehen, Richtung Banditenlager. In der Hoffnung, dass Paddy dort ist. Ja.
Okay, ich glaube, hier sind wir. Ja, die sind okay, passt alles gut. Kann man uns überhaupt da runter? Ich glaube schon, da konnte man sich hinporten, glaube ich, ne? Warte mal. Banditen und Nordtempel. Norden? Scheiße, Nordosttempel? Was ist der Nordosttempel? Ich glaube, ha? Ich schau mal, ob man jetzt da runterkommt. Südlich war es, oder? Verdammt, ich weiß es nicht. Der war's. Na, das war falsch. Das war sicher das Südöstlich, könnte es auch sein. Südliche Ruine. Ich schau mal da. Ist sicher wahrscheinlich auch wieder verkehrt. Und? Na, richtig. Wuhu, super. Ich hab's erraten. So, wir gehen scharf darüber. Wir gehen darüber. Wir machen das Eck da drüben jetzt weiter. Ja, räusper, räusper. Ich trinke mal was. Auf euer Wohl, Brüstelchen. Ich muss schräg gehen. So. Nicht mal trinken kann man mehr. So. So, ja. Es ist halt freilich wieder ein Stückchen zum Hatschen. Denen scheint es gut zu gehen. Haben wir da drüben mal die Gratler da besiegt? Jo. Alles okay. Bam, bam. La la la, wir hatschen den ganzen Tag. Da unten drunten, glaube ich, müsste es auch was geben. Hallo. Reife Leistung, das mit der Hafenstadt. Oh. Wurde auch Zeit. Endlich haben die Weißen mal etwas Respekt vor uns. Die meisten von ihnen tun auch nur, was man ihnen sagt. Mag sein. Ich bleib mal besser auf meinem Posten, falls sie es sich doch noch anders überlegen und sie uns hier angreifen. Fein. Normalerweise müsste ich jetzt da runter gehen. Allein zur Kontrolle. Schauen wir mal ein Stück runter. Ob überhaupt größere Trupps hier sind. Oder ob hier Ruhe ist. Schaut eigentlich nicht so schlecht aus. Eigentlich. Wir könnten noch bis zum Haus runtergehen. Zumindest mal da ums Eck schauen. Schaut gut aus. Dann können wir zum Friedhof raufhatschen. Würde ich vorschlagen. Vielleicht ist Paddy dort. Ich habe sogar vergessen, wo die ist. Aber ich glaube, die war jetzt eine Zeit lang verschwunden. Die ist, glaube ich, untergetaucht. Und ist dann später mal wieder aufgetaucht, kommt mir vor. Oder das war's schon mit ihr. Na, das glaube ich nicht. Die Gute taucht sicher noch wieder auf. So, dann hierauf. Keiler und so gibt es hier keine. Nö. Ich hätte mich gleich herporten können, ich Depp. Ich hätte mich herporten können. Also da unten gibt es sicher Echsenmenschen, das weiß ich. Ich weiß das. Da oben drüben bin ich mir nicht so sicher. Aber schau mal, die Ordenskrieger sind weg. Na, stimmt nicht, da stehen sie. Stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Nein, Zocki, das stimmt nicht. Okay, okay. So. Da, 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 da.
Was haben wir denn da drüben? Niemand! Hier ist niemand. Keine Betty, kein gar nichts. Also nichts, niemand hat sich hier versteckt. Alles gut. Klasse. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal da runter, ne? Eureka! So. Dann gehen wir einfach mal da runter. Boah, ohne die Rüstung da. Doch, da ist sie ja. Da ist sie. Sicher. Da ist sie ja, die Gute. Hi, Betty. Na, mein Held? Habe ich mich doch richtig erinnert. Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her. Weißt du das? Ach, was. Ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Spaß? Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen. Wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Gerne. In Ordnung, du bist dabei. Ich weiß nicht, es könnte gefährlich werden. Lass uns handeln. Sieh, du bist dabei. In Keine Ordnung. Frage. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen. Moin. Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir folgen. Sie ist so nett. Ja. Ah, da unten krebst du scheinbar rum. Das ist doch glatt wieder speicherungswürdig. Ja. Und wir gehen gleich weiter. Ich muss mal kurz auf die Uhr klupschen. Warte mal kurz. Jetzt ist eigentlich schon wieder bald der YouTube-Dings zu Ende. Ein paar Minütchen hätten wir noch. Ich hoffe, ich verdumme mich da nicht. Wenn meine Folge kürzer ist, tut es mir jetzt schon leid. Wollte ich nur mal anmerken. Danke, danke, danke. Perfekt. Ja, da muss ich mal was saufen. Das ist auch ihr gutes Recht. Weil sie hat da was abbekommen, nämlich. Und wir trinken auch mal einen kleinen. Ja, klein. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verdrück. Ja, zu zweit ist das schon ganz Diese Echsen anderes. Sind ganz schön hartnäckig. Ja. Sie tragen Rüstungen aus einem Material, das sich Obsidian nennt. Ziemlich hartes Zeug. Dann sei lieber vorsichtig und pass auf, dass sie uns nicht umzingeln. Jawohl. Aha, da vorne ist der nächste Gradler. Na, komm her. Pass auf. Jo, der war schön. Fast. Jawohl. Das war gut. Sie musste gleich wieder was trinken. Ist eh klar. Aber passt schon so. Boah, das ist echt so viel angenehmer zu zweit, ey. Ist ja gar kein Vergleich. Ja, starke Frauen, ne? Starke Frauen, wie wir sind, ne? Wir sind halt heiß begehrt. So, dann müssen wir auch hier nachschauen. Ob nicht hier auch irgendwo ein Gradler ist. Ach so, da komme ich so nicht drauf. Ah, da unten sind sie. Ist hier auch zufällig jemand? Nein. Aber da unten. Zuerst müssen wir den da drüben plätten. Und dann die da unten. Oh, das wird lustig. Ja! So. Ja. Jawohl! Ja! Oh. Supi gemacht! Am Boden. Supi! Was hast du anzubieten? Lass uns handeln.
mal so nebenbei. Dietriche. Haben wir noch welche? 17. Nehmen wir vielleicht 3 mit. Und dafür könnten wir ihr ein besseres Schwert geben, oder? Okay, das führt sie gar nicht. Schade. Ich habe gehofft gehabt, dass sie es umrüstet. Dann könnte sie noch ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt mit mal rauf. Die da oben plätten. Habe ich das Gold ernten können? Ich glaube nicht, ne? Also ernten, gut, schön. Ernten ist toll ausgedrückt. Abbauen können. Oh mein Gott. Bitte, wie viele sind das? Hallo. Aufgepasst! Bist du gescheit? Na, geh du lieber nicht vor, ha? Jawohl, wup, 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 Level up. Entschuldigung, ich kann gerade nicht so viel quatschen. Ja, bist du deppert. Ja, alter Schwere. Au. Boah, ich muss was saufen. Bist du deppert? Das war jetzt echt nicht von schlechten Eltern. Jawohl! Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat? Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt. Vielleicht. Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat. Das wird sein. Kerle. Lass sie uns fertig machen. Jo. Alter, ich bin so froh, dass du da bist, Mädel. Boah, ich bin so froh, dass sie da ist gerade. Echt, ich bin so was von froh. Alter Schwede. Kann ich fast gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin. So, da war ein Schwert noch, ne? Ich muss speichern. Stimmt, speichern. Unbedingt speichern. So, jetzt ist mir wohler. Boah, das war echt gut. Sie ist echt gut. Was möchte ich sagen? Ich muss mal das Video abschalten, ne? Also kurz abschalten, genau, beenden. Jo, könnt ihr mal machen. Warte, ich gehe noch schnell das Erz holen. Also das Gold, besser gesagt. Außer ich habe schon abgebaut. Na, habe ich nicht. Das machen wir noch schnell. Boah, ey. Ich bin so froh, dass Betty da ist. Wir waren doch gestorben. Wir hätten null Chance gehabt. Null. Ohne sie. Schnucki, du bist die Beste. Boah, na fein, ihr Lieben. Das war's, also YouTube jetzt betreffend. Eine Folge machen wir noch, dann haben wir unsere 4. Somit auch die von voriger Woche aufgeholt. Liebe YouTube-Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!